Tschüss, Mausi. Was hast du denn jetzt für Übung, wa? Du bist aber kein Vogel, ne? Weißt du schon. Mautzt sie und muss in den Baum klettern. Ja, was? Du musst doch selber wieder runterkommen. Wie kommst du denn da wieder runter, Muschi? Hm? No, ey. Ja, die Krähe hatte ich rausgelockt, ne? Aber nicht ganz. Doch, einfach zu müde. Reicht das Gucken. Ja, oh, stark müde. Heute Morgen vom Baum gerettet. Unterm Stein gewesen. So. So. 13 Uhr. Ein sehr schönes Plätzchen. Direkt hier mit Mole und Ostsee. Super Sonnenuntergang gestern Abend. Also sehr schön. Auf Muhu. Aber wir fahren mal weiter. Wir gucken mal, was die Insel zu bieten hat hier. Ob wir den Spektakel finden. So, wir sind wieder nicht weit gekommen. Das ist ja ein ständiges Hop-on, Hop-off hier. Ist wie mit dem Tourismusbus. Ein kleines Land. Ja, kleines Land, kleine Attraktion. Aber jetzt gibt es ein großes Cliff zu gucken. Es ist ganz hübsch. Es ist kein Cliff, aber es ist hübsch. Es ist ganz hübsch. Cliff ist noch nicht zu sehen. Nicht das Cliff runterfallen. Also Acapulco wird das nicht sein, aber wir gucken mal. Aha, sie hat mehr Informationen. Ja, ich spicke ja. Und das Ügü-Cliff ist eine 5 Meter hohe Karstabbruchkante. 5 Meter? 5 Meter. Aber die Wacholderlandschaft mit der Aussicht und der felsigen Kante sind echt sehenswert. 5 so. Meter. Wacholder. Wacholder? Gin. Gin. Wichtiger Busch. Das ist ein stacheliges Zeug. Ich bringe das ja immer alles ein bisschen durcheinander. Ich dachte, das hier wäre schon das steile Cliff, aber das auf der anderen Insel. Aber das habe ich nämlich gestern gelesen. Gottfried Bärwanger sagt, sieht halt gut aus, wie die Wacholderhänge auf der Schwäbischen Alb. Nur eben mit Meeranschluss. Das trifft's doch. Ja, nee, hübsch ist es. Ja. Hasi sagt, ich soll das nicht doof finden. Ich finde das nicht doof. Ist wunderschön. Guck mal, sieht euch gut aus. Ist halt nicht spektakulär wie Norwegen, aber ist trotzdem schön. Also, nicht denken, dass ich es doof finde. Guck, da hinten hat sogar ein Seepferdchen. Ein Ostseepferdchen. Ich finde, das hat durchaus was Mediterranes hier mit dem verbrannten Gras und diesen kleinen Büschelchen. Hey.
Hier ist jetzt nicht so viel Platz für einen LKW, aber es geht noch. Wir passen noch durch. Mit viel Schwung. Stefan meckert schon wieder Schweigen in mir. Wir sind ja aber auch noch nicht auf Saaremaa, sondern auf Muhu. Und auf Muhu sind die kleinen Straßen anscheinend ziemlich klein. Das ist für eine Kuh gemacht, heißt aber Muhu. Eigentlich müsste ein Träger durchpassen, ne? Leider hat hier nichts auf. Aber das ist ganz cool gemacht. Muhurito. Da gibt es Burritos. Island Burgers. Ne, auch zu. Nichts zu wollen hier. You got the white knuckles, hold it all the time. Keep me off you. Wir haben lokales Brot gekauft. Ja, das steht sogar auf der Internetseite Visit Estonia. Und bei Instagram wurde mir auch nahegelegt, das sei das beste Brot des Baltikums. Mein Gott, ja. Superlative. Ja. Das ist der Spektakel. Der Spektakel. Ein Leib Muhu-Brot. Ja, also die Bäckerei, in der Bäckerei kann man es nicht mehr kaufen. Da ist es, die ist zu für Publikumsverkehr. Man muss es halt im Koop shoppen. Ja, haben wir aber. Ja, kauft auch jeder, der da reingeht. Wir haben den Regenschauer ausgesessen mit einem Teilchen und einem Double Espresso Shot. Und jetzt gehen wir mal die Maasi Fortress Ruins angucken. Mehr Kultur, auf geht's! Oh, nett. Ruine überdacht. Sehr überdacht. Hier ist Festival Terrasse. Hasi hat den Haupteingang gefunden. Zumindest nicht überlaufen, die Attraktion. Ein bisschen Licht hier wäre gut, wenn einer kommt. Hallo. Ist ja schon mal Licht an. Kaum tritt's ins Dunkel, geht das Licht an. Das ist die berühmte Klemmtechnik. Ja. Oh, ich fehl dir auch in die Hälfte von der Treppe. Machen wir auch noch mal ein Licht an. Oh. Geiles Schild. Im zweiten Stock vorgemerkt. Der Haupteingang ist im Keller und dann kommt sie oben an und dann sagen sie, oh, könnte einstürzen. In Deutschland gar nicht möglich. Hier wird ein Schild aufgehangen. Die Pfähle für die Absturzsicherung waren leider nicht lang genug. Hängt so ein bisschen in der Luft, das ganze Ding. Falls man selber noch ein bisschen Archäologie betreiben möchte. Alles da. Also das war doch mal wieder kultureller Lost Place. Ich mag sowas. Ich bin ja auch ein großer Fan von Piktogrammen, ne?
Hier kannst du deinen Knochen entsorgen, deine kaputte Socke, deinen kaputten Teddybär, einen Schuh, deine Unterhose oder was auch immer das sein soll, Glas und Essen. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there. Heute gibt es nichts. Oh, es gibt doch was. Es gibt heute wieder Chicken Masala. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. So, du wartest schon, ne?